Hallo liebe Freunde des Gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5. Wir haben ein paar Handelswege verloren, aber das ist nur halb so schlimm. Außerdem ist irgendwas mit den Spionen. Unsere Killerroboter können abgegradet werden und wir bauen XCOM-Trupps. Eine Fortbewegung braucht man nicht. Heilt jede Runde, das heißt, wenn er eine Auktion durchführt. Wer greift die Stadt an? Die Stadt zum Ersten, zum Zweiten und hör ich eine Einheit? Ich höre eine Einheit. Eine Einheit ist geboten. Wer bietet mehr? Wer bietet eine Stadt? Wer bietet zwei Städte? Zwei Städte sind geboten. Zwei Städte sind geboten. Welcher Killerroboter greift jetzt an? Und das ist der Killerroboter in der ersten Reihe mit dem blauen Hut. Dankeschön. Wir werden überall jetzt Wohlstand machen, damit das hier A schneller geht, B wir ja eh nichts mehr brauchen, außer Militäreinheiten. Ne? Ja, sehe ich auch so. Einheit befördern, nimmst du hier 1-2, keine Vorbewegungsrunde mehr, weil wir dich gerade gekauft haben. Dann Triple Schock. Wollten ja doch, mehr brauchen dich hier oben. Und dich hier unten. Schau, wollen wir hier vielleicht sogar eine Zitadelle bauen? Glaubt schon. Die Stadt sieht mir nämlich schwer einzunehmen aus. Machen wir eine offensive Zitadelle. Und... Wollen wir hier noch heilen für ein, zwei Runden vielleicht? Na, wir müssen uns erstmal um die ganze Armee hier kümmern. Apropos, jetzt müssten wir doch mit unseren Tankkampfbombern hier ganz einfaches Spiel haben. Ja. Und benutzen sie aber auch gar nicht gegen die Städte, sondern... Was sind das? Dreidecker? Ja gut, also gegen den Dreidecker dürfte er eigentlich keine Probleme haben. Greif ihn hier an, er ist angeschlagen. Und damit prädestiniert dafür, von uns getötet zu werden. Oh, er hat aber gut überlebt. Wir haben 15 verloren trotzdem. Reicht gar nicht hier, ne? Ja. Nun denn, wir haben noch genügend andere Einheiten, die das erledigen können. Du kannst hier hin und ihn angreifen. Wir suchen jetzt die Herausforderung. Ich habe keine Zeit hier zu verlieren. Wenn wir da ein bisschen was einstecken müssen, dann passiert das halt. Und hier gehen wir aber auf jeden Fall zurück, weil er, ja, also gut, er kann jetzt echt nichts mehr machen. Du weißt auch. Jetzt ist die Frage. Ja, das Problem, die Problemkinder sind eigentlich hier oben, ne? Wie, du kannst doch angreifen, oder nicht? Ah, ne, du hast doch noch nicht angegriffen, diese Runde. Wahrscheinlich, anscheinend doch. So, XCOM, sehr gut. In 50 Feldern kannst du springen. Springst du hier mitten in die Höhle des Löwen. Dann, was haben wir hier? Tankkappenbomber. Wieso steht der hier faul rum, wenn er auch ihn hier bombardieren könnte? Dann haben wir, glaube ich, alle Einheiten. Nee, hier oben. Warum steht ihr hier so lahm rum? Was habt ihr denn vor? Gibt's hier, hat Atyrau einen Flughafen? Hat Beshbalik einen Flughafen? Schauen wir mal. Kauf. Ich glaube, keinen Kaufen zu können. Ah ja, hier ist er. Sehr gut. Da wirst du nächste Runde transportiert. Hier gehst du auf den Hügel. Moritz von Oranien bleibt hier bei der Einheit, bei den Leuten. Will ich Babanango einnehmen? Eigentlich will ich lieber nach Undini direkt runter. Weiter nach Ungungunglovu, um dann nach Ulundi zu können. Aber das ist noch ein langes Stück. Nee, wir werden euch hier oben helfen. Ja, das machen wir. Wir sind mal nicht so. Helfen euch da. Klaro. Auf jeden Fall. Komm hier mit. Ja. Können wir hier noch? Ja. Und du auch. Du bleibst hier und guckst, dass nicht angegriffen ist. Wobei, du wirst halt jetzt die ganze Zeit angegriffen, ne? Aber vielleicht ziehst du den Zorn der Flugzeuge auf dich und dann kämpfen sie schon mal nicht. Hier drüben, wo sie eigentlich gebraucht werden würden. Die beiden Hangarbomber haben sich bewegt. Der hier auch. Sehr gut. Welche Einheit haben wir noch nicht bewegt? Ach, okay. Ja, geh auf den Hügel. Komm eins runter. Ach, komm zwei runter.
Und du wartest hier. So, dich lass mal auch springen. Nur wohin? Hierhin, ja. Die XCOM-Trupps sind schon praktisch, ne? Für so einen Krieg. Schön, dass du es überlebt hast. Da machen wir nichts, nichts. Halt die Flugzeuge vom Leib. Du hast keine Fortbewegungspunkte mehr. Ich weiß nicht, warum du mir angezeigt wirst. Dann haben wir jetzt alles. Okay. Alles war Beppa, ist auch weit davon entfernt, dann jetzt ernsthaft in Gefahr zu kommen, übernommen zu werden. Die Zulus kämpfen hier amphibisch gegen Barbaren. Das finde ich interessant. Oh, Kampang Fett müssen wir... Oh, und Sukutai auch von ihren Marionetten-Strings befreien. Mit Gerichtsgebäuden. Und da kommen einfache Bomber. Ah ja, Timbuktu ist echt, gedamaged. Wann ist das denn passiert? Kam das nur durch die Bomber oder was? Ah ja, anscheinend ist hier wirklich ein... Flugzeugträger. Müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwo ein Atom-U-Boot oder so bauen. Casablanca oder Porto sind die einzigen beiden Städte, die das hier machen könnten. Aber ist schon okay. Zwei Flugzeugträger. Und noch alle in der Stadt. In mehreren Städten. Er glaubt, sein Heil in Flugzeugen zu finden. Aber wir bauen einfach mehr mobile Bodenluftraketen. Wir haben es ja. Wir können es. Weißt du? So, schon 2011. Heieiei. Aber wir haben bis 2050 Zeit, wenn ich den Zeitsieg ausgestellt haben. Und ich glaube, den habe ich ausgestellt. Wenn wir ihn nicht ausgestellt haben, dann würde jetzt nämlich hier stehen noch 39 Runden. 2050 ist nämlich das magische Jahr, in dem dann das Spiel endet und dann geguckt wird, wer hat die meisten Punkte und der gewinnt. Also ist es, glaube ich, kein Zeitsieg, sondern Punktesieg, wie er dann dort heißt. Und jetzt kommen sie wirklich raus und versuchen unsere mechanisierte Infanterie in der... in der Zitadelle anzugreifen. Das hier ist übrigens Atollküste. Nee, Krakatau. Haben sie es denn geschafft? Nee, ne? Hahaha. Ha, ha. So, du möchtest immer noch nichts machen. Warum du hier bist, weiß ich nicht. Aber such dir einen Flughafen und geh dorthin, wo du gebraucht wirst. Wollen wir hier gleich nach Mos und Kani rüber? Schauen wir gleich mal. Der Afrikakrieg ist halt schon erstmal der wichtigere, wobei ich den, glaube ich, schon unter Kontrolle habe und auch schon gewinnen müsste, gehe ich mal von aus. Oh, nur die Hälfte, so ein angeschlagener Killerroboter ist echt nicht so gut, ne? Ich nehme sogar die Sofortheilung. So weit gehe ich sogar. Um ihn komplett zu zerstören, ja. Und auch um ihn komplett zu zerstören. Und um... Oh. Warte, sag mal gleich. Hier sind Dreidecker, aber das bedeutet doch... Schau mal, ob diese Dreidecker überhaupt auf Abfang geschaltet sind. Das möchte ich jetzt wissen. Oh, da hat sich eine mobile Bodenluftrakete versteckt. Nein. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist ärgerlich. Haben wir da überhaupt Damage gemacht? Minus 21 und wie viel haben wir? Minus 29. Naja. Erstmal noch hier unseren freien Schuss nehmen. Und mit ihm hier den Rest. Ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt, dass hier mit zwei Infanteristen noch was reißen könnte. Will ich hier unten an... Wir wissen halt nicht, wer da in der Zitadelle steht, ne? Aber wir nehmen einfach alles mit, was wir nehmen können. Oh, er hat's überlebt. Hm. Nee, geh lieber in die Stadt. Hast du nicht doppelt? Nein. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen der Flieger dafür benutzen. Ja, die mobile Bodenluftrakete ist halt blöd, ne? Aber komm, nee, er hat ja nur noch einen Trefferpunkt. Das heißt, er kann
Wenn, dann nur noch die Hälfte seines Damages machen oder weniger. Aber ja, das passt schon. Ja, die Frage ist jetzt wirklich die Flotte. Bringen wir die an die Westküste der USA oder hier runter nach Afrika? Ich glaube schon, dass Afrika jetzt das wichtigere Ziel ist. Und wenn wir das dann haben, dann können wir immer noch hier an die Ostküste der USA. Das sind ja auch zwei Hauptstädte, die es zu erobern gilt. Werden wir dann sehen. Die Karawane. Kannst du nach Monaco? Wo warst du denn vorher? Nach Salamanca. Ja, dann geh doch nach Salamanca. Oh, nicht vergessen, eben habe ich es noch gesagt. Ja, euch von euren Marionettenfässern befreien, indem wir euch annektieren und kein Moment kaufen sein Gerichtsgebäude. Das Hansekontor ist ein sehr schönes Bauprojekt, das macht ihr weiter. Sukhothai baut ein Arsenal, da schau her. Können wir auch gerne weitermachen. In 6 Runden können wir schon wieder die nächste Politik einführen. Wow. Bandit, Monument. Bauen wir einen Zoo? Wir bauen einen Zoo. Brühe zum Wählen. Wohlstand. Brühe zum Wählen. Wohlstand. Brühe zum Wählen. Wohlstand. Brühe zum Wählen. Wohlstand. Brühe zum Einheit befördern. Uiuiuiuiuiui, da gibt es ja kaum mehr was du noch nicht kannst. Plus 1 Fortbewegung dann, ne? Ja. Und die Frage ist jetzt, wieso gibt es in Tokio keinen Flughafen, sag mal? Den kaufen wir uns sofort. Den kaufen wir uns mal nebenbei, würde ich sagen. Nee, hier gibt es doch einen Flughafen, oder nicht? Hier ist er doch. Wieso kann er nicht... Muss er in der Stadt direkt stehen? Okay. Sehen wir dann nächste Runde. Das bedeutet für euch 3... Das bedeutet für euch 3 Einheiten. Was machen wir mit euch? Du könntest zurück... Nanjing erobern. Nee. Warte mal ab. 1 Zoo ist es für Angriff pro Runde. Sehr schön. Sehr schön. Unser aller Lieblingsbeförderung. Und Timur war... Achso, hier oben ist eine Gegner. Ui, da schau her. Okay, schauen wir mal, was wir da ausrichten können. Oh, da müssen wir mal böse einstecken. Hier ist schon nicht mehr so. Okay. Tschu. Und den Rest gegeben. So sieht's aus. Erst kommt Trupp, kann befördert werden, bekommt. Was bekommst du? Triple. Ja. Und Urlaub bekommst du. Auch ins Wasser. Und jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir müssen die schon davon abhalten, das Raumschiff fertig zu bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Da wir ja einen Rekrut, einen Diplomaten dort haben. Handel. Embargo gegen China, wenn sie zustimmen. Wissenschaftsfinanzierung, wenn sie zustimmen. Die Zeit für Diplomatie ist lange vorbei. Wir nehmen mal eine Botschaft an. Vielleicht bekommen wir da mehr. Er nimmt nicht mal eine Botschaft an. Da schau her. Sehen wir denn sein Raumschiff? Wir sehen sein Raumschiff. Ah, da schau her. Er hat aber nur 2 Booster. Nur unterhalten halt ein paar Kampfhubschrauber wahrscheinlich. Aber nichts, was irgendwie nicht mit einer Atomrakete zu lösen wäre. Alle befördern. Triple gegen Städte. Freue mich, dass du es so weit gebracht hast. Und wir haben eine weitere Kultur von uns überzeugt. Genau. Dann fehlt ja nur noch China, wie gesagt, ne? Die wir aber gleich erobert haben. Und wer fehlt dann noch? Die Shoshonen. Die Shoshonen. Da dauert aber noch, wie ich das sehe, ne? Da dauert noch. Wobei, 24.000 Kultur, 24.000 Tourismus, 32.000 Kultur, ist eine Differenz von 8.000. Wir machen 746 pro Runde. Das sind 7.460 in 10 Runden. Das müsste eigentlich heißen, dass wir in 11 Runden den Kultursieg davon tragen. Und ich wüsste nicht, wer uns daran hindern soll. Seht ihr das auch so? Ich hoffe es doch mal. Och, jetzt hat er wieder hier ein Punkt. Haben wir hier noch irgendwo einen Flieger stationiert? Oder einen Killerroboter? Oder, ah ja, hier sind Flieger. Gut. Achso, nee, wir wollten dich transportieren.
Wir wollten dich transportieren. Ah, oh, wir brauchen hier ein Harare oder so, auf jeden Fall einen Flughafen. Kann es sein, dass wir jetzt alle nach Gao bringen? Naja. Kann er fliehen? Ja, wird er wohl. Bring ihm aber auch nichts. Ah doch, ja genau, bring ihm nichts, weil wir uns jetzt doch hier mit den Bombern um ihn kümmern. Sehr gut. Welche einer benötigt noch Befehle? Okay. Ja, voll drauf. Brauchen wir gar nicht weiter gucken. Es geht ja ruckzuck. Angrenzende Einheiten geben einen Bonus. Du kümmerst dich um ihn. Ja, komm, 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 komm. Ma, greif an, greif an, greif an. Wieso greifst du nicht an? Weil du diese Runde schon angegriffen hast. Und du? Du kannst angreifen. Sehr gut. Mobile Luftrakete. Ja. Komm hier runter, mach hier zu. Greif an. Du stellst dich hier in die Mitte. Sorgst dafür, dass wir nicht bombardiert werden. Von oben. Und du. Ah, hast auch schon. Gut, aber wir gehen trotzdem hier hin und machen zu. Zack, zack. Kannst du, wen kannst du hier? Ja, greif ihn an. Jetzt werden wir zwar von der Start der Infanterie und ihm hier ordentlich eins drauf bekommen, denke ich mal. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Ja doch, das ist okay. Bleib hier. Warte. Heile. Sehr gut. Jetzt nach wie vor. Wohin mit den Leuten? Wohin mit den Armeen? Wohin mit den Armeen? Wir haben ja in Afrika eine Armee. Aber bis die halt sich hier runtergeschlagen hat, dauert das. Und für unsere Flotte wäre das auch eine Reise von 10 Runden. Wir wollen nicht 10 Runden unterwegs sein. Wenn wir schon mal eh hier sind, ne? Würde ich dann doch sagen. Achso, Honolulu. Honolulu können wir noch kurz mitnehmen. Sie haben zwar gesagt, sie benutzen die Bombe, aber ich sehe hier keine Bombe. Von daher gehe ich mal aus, dass das alles leere Drohungen sind. Und ja, dann würde ich sagen, positionieren wir uns hier. Schauen wir mal, was für Schiffchen sie haben. Da ist nichts dabei, wovor wir Angst haben müssten. Heilen hier unsere Kreuzer. Die haben U-Boote. Okay, das sind natürlich gute Einheiten, aber nicht gut genug. Und jetzt versuchen wir unsere guten Einheiten hier nach Kyoto zu bringen. Also unsere Fliegerstaffeln und Bomber. Und der XCOM-Trupp muss hier weg. Ah ne, der kann hier bleiben. Sehr gut. Der Bautrupp automated. Repariert, was wir ja vor kurzem zerstört haben. Du bist sehr wichtig. Du sorgst dafür, dass die Zeros uns nicht angreifen. Bespalig. Jetzt ist die Frage, wohin mit euch, ne? Wir brauchen hier ja schon die ein oder andere Landeinheit. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Der Tarnkappenbomber. Bomber. Wie weit kannst du? Du kannst überall hin, wo du willst. Okay. Dann heile. Geht das? Ja, das geht. Hast du schon angegriffen? Ja. Nichts mehr machen. Auf den Hügel. Nichts mehr machen. Ah, dich schon zurückziehen, würde ich sagen. So angenockt, wie du bist. Kommen Sie mal hier runter. Genau, da bist du trotzdem fürs Einkühlen gut geeignet. Und die Düsenjäger machen nichts, genau. Komm hier mit rüber. Bevor der Krieg anfängt, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass du viel besser geschützt bist. Und dann bringen wir euch auch zusammen in ein Rudel und dann wird Roger euch dementsprechend mit tollen Bonuspunkten versorgen. Die U-Boote kommen, müssen auch hier runter. Ganz dringend. Die werden dort gebraucht. Atyrau, warum baut ihr mechanisierte Infanterie im Nirgendwo? Ach, wir haben gedacht, da wäre ein Flughafen. Ist er aber nicht. Oh. Aber ich glaube, hier ist ein Flughafen. Geh mal von Stadt zu Stadt und guck, ob da Flughäfen sind. Nee, kamst du nicht aus Vijayanagara?
Via Yanagara. Wow, wie leicht mir das inzwischen von der Zunge geht. So, Siam ist auch von uns überzeugt. Und nun, ja, ist es dann nach der Eroberung Chinas, sind es auch noch die Shoshonen. Die können wir leider nicht auf diplomatischem Wege davon überzeugen, dass sie doch unsere Blue Jeans tragen sollen. Da müssen wir zur Waffengewalt greifen. Wir schauen das Jahr 2012 und gleich 2013. Das bedeutet Zermürbung. Was? Wieso werden wir zermürbt? Ah nee, hier. Ah, die Einheiten müssen eigentlich... Oh, wow, 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 wow. Das sieht böser aus, als es ist. Ja. Ich denke, wir stimmen darin überein, dass die Vergangenheit vergangen ist. Der intelligenteste Mensch aller Zeiten, George W. Bush, soll das gesagt haben. Sehr gut. Atlanta, Chicago, Los Angeles. Will ich das überhaupt? Will ich das? Guck mal hier, Bursa. Bursa ist doch schön. Fahr einfach mal. So. Genau, wir müssen schauen, dass wir gegen... Dass wir unsere U-Boote... Oh, jetzt brauchst du da ewig, ne? Dass wir unsere U-Boote gut positioniert bekommen. Die sind Gold wert. Können wir in Osaka ein Atom-U-Boot kaufen? Bestimmt. Oder? Ja. Dann macht das auch. Und in Tokio auch. Die brauchen wir jetzt. Atom-U-Boote. Sehr gut. Ihr bleibt hier an Land. Zu Wasser erstmal. Du kommst auch mit. Hast du, kannst du, du kannst Luft transportiert werden, ja. Aber hier ist kein Platz in Kyoto für dich. Na. Geh ins Wasser. Warte. Tue nichts. Excom-Trupp wartet. Hier. Nach Kyoto bitte. Dann Tankabomber. Haben wir auf den Flugzeugträger für den Spaß. Wo ist der überhaupt? Der zweite, der erholt sich hier. Ah nee, da ist er her. Geht nicht. Okay, aber in Kyoto natürlich. Wo wir mit euch erstmal nichts machen. Und mit euch dann alsbald Nanjing einnehmen. Da brauchen wir aber noch Sicht auf die Stadt, damit wir die einnehmen können. Hier, easy game. Klar, ganz klar. Gar keine Frage. Harar greift diesen vereinzelten, alleinstehenden Infanteristen an. Oh, das habe ich total übersehen. Schauen wir mal, was wir mit dir anstellen. Raumschiffbooster wurde von Washington abgeschlossen, okay. Erlassen, Wissenschaftsfinanzierung. Embargo gegen China. Wissenschaftsfinanzierung. Ich enthalte mich. Ja, ich nehme da nicht dran teil an der Abstimmung. Ich habe da keine Meinung zu nix. Ich mache hier mein Ding, ich koche mein Süppchen, erobere die Welt. Da ist mir egal, was die Leute hier sinnieren. So, auch jetzt hat er wieder hier mit einem Punkt überlebt oder was. Ist okay, wir haben hier genügend an einen rumstehen, die wir jetzt dann doch aber mal ein bisschen heilen lassen müssen, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Aber euch nicht. So, jetzt pass auf. Was machen wir hier? Was machst du? Hä? Wieso stehst du plötzlich hier und nicht da? Was? Hä? Offenes Geländefeld, sehr gut. Dafür wurdest du ausgebildet. Ja, komm, greif an. Wofür haben wir dich denn? Und du kommst ja mit. Nice, nice. Nichts tun und warten. Nichts tun und warten, weil du hier durch die mobile Bodenluftrakete dran gehindert wirst, irgendwas Produktives zu machen. Wir kommen hier alle zusammen und erfreuen uns des Wassers. Sehr schön. Bevor wir dann in der nächsten Runde Honolulu nicht einnehmen. Aber, ne, den Krieg erklären, ne, Polynesien, den Krieg erklären, genau, Worte, Worte, Worte.
Ja, da müssen wir, da haben wir es übersehen, dass wir ihn upgraden können. Jene, Wohlstand und XCOM-Trupp. So, mit deiner Spezialfähigkeit kannst du jetzt überall auf die Welt hin, aber wir wollen dich eigentlich gerne... Du kannst hier drauf? Nee, hier kannst du eben nicht drauf. Du kannst hier drauf, ja. Das machst du auch. Tschu. Nice. Nichts zu mehr. Oh, du kommst genau richtig, um ihn hier zu zerstören. Hahaha. Hat einfach genug Erfahrung, um befördert zu werden. Da nimmst du Triple Unwegsam. Wurde zum Wählen, wenn ich denn dürfte. Aber wir warten alle noch, bis hier unten die Animation fertig ist in Afrika. Na, na. Ah ja, schon geht's weiter. Wohlstand. Killer-Roboter. Kannst du angreifen? Nee. Ah ja, ihr habt schon angegriffen. Da machst du nichts mehr. Machst auch nichts. Fortify. Nichts tun. Nichts tun. Hier irgendwie dein Glück versuchen bei der letzten chinesischen Stadt. Kannst du... Nee, du hast gerade angegriffen. Der Frachter frachtet Frachten. Ich liebe diesen Ausdruck. Nach... Ach, komm in die Stadt mit dem meisten Gold. Samo. Nee, gegen die kämpfen wir ja gleich. Buffalo Creek. Gegen die haben wir keinen Kroll. Hegen wir keinen Kroll. Dich wollten wir auflösen, um an das Geld zu kommen. An das viele, viele Geld. Und mit dir, ja, dich lassen wir hier stehen in der Hoffnung, dass du angegriffen wirst und nicht er. Das wird dann noch so ein bisschen Erleichterung bringen. Und wir haben die Armee hier geschlagen, ne? Ja, jetzt heißt es nur noch, die Stadt einzunehmen, um dann endgültig unsere Ruhe hier im Norden zu haben und unsere ganze Kraft im Süden forcieren zu können, um ihnen den Gar auszumachen. Ich nehme ein Monument mit. Nee, Zuckertei, ihr bekommt eine Liste. So sieht's aus, pass auf. Zurück, wo ist die Liste? Liste. Zur Liste hinzufügen. Kaserne, Aquädukt, Kolosseum, Garten, Fabrik. Oh, leider geht nicht mehr auf die Liste, okay. Sie, Sajanalei. Bekommt keine Liste, ihr macht Wohlstand. Tja, denkt mal darüber nach, warum ihr keine Liste bekommt und nur Wohlstand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir dann, ich weiß gar nicht, was machen. Bis dann, ciao.